Leben, Ehre und Erfolg auf Klingonisch. Für dieses Paar in London geht ein Traum in Erfüllung. Sie sind jetzt verheiratet nach Klingonenrecht. Eigentlich kommen die beiden aus Schweden, aber auf dem britischen Star Trek-Fantreffen geht eben alles ein bisschen außerirdisch verrückt zu. Oder auch ganz normal, je nach Sichtweise. They represent a little bit of us. Klingonen sind uns ziemlich ähnlich. Paare streiten sich ja auch. Und Klingonen sind echt aufsässig. Zum Fantreffen locken auch zahlreiche Schauspielergrößen aus der Science-Fiction-Serie, wie William Shatner, der den Captain Kirk gegeben hat. Für ein Autogramm von ihren Idolen zahlen hartgesottene Fans umgerechnet rund 50 Euro. Wenn es für einen große Bedeutung hat, dann ist es das auch wert. Da geht es ja viel um Nostalgie. Manche Leute stehen auf alles, was mit Sport zu tun hat. Bei mir ist es halt Star Trek. Und meine Kinder finden das auch super. Das Geld aus den Autogrammstunden wird unter den Schauspielern brüderlich aufgeteilt. Manch einer wie René Auberjonois, der Odo aus Star Trek Deep Space Nine, spendet das Geld auch. Ich mache bei sowas mit, um Geld für Ärzte ohne Grenzen zu sammeln. Star Trek hat mir die Möglichkeit und das Glück gegeben, dass ich Geld für eine sehr gute Sache sammeln kann. Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry träumte von einer besseren Gesellschaft. Vielleicht tragen seine Fans ja ein bisschen dazu bei.